Was ist, wenn du einer Frau sagen möchtest, dass du sie wunderschön findest? Was ist, wenn du einer Frau sagst, dass du sie wiedersehen willst? Was ist, wenn du einer Frau nicht ein, nicht zwei, sondern dreimal schreibst und sie dir immer noch nicht antwortet? Darfst du das? Solltest du das? Im Internet wirst du sehr viel Schwachsinn hören. Viele Männer, die dir sagen, du darfst das nicht oder du solltest das nicht bei einer Frau machen oder dass Frauen dich ausnutzen, wenn du dich so und so verhältst, sei kein Nice Guy, MGTOW und all die anderen Bewegungen. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass du auf all diesen Scheiß nicht hören solltest? Was ist, wenn ich dir sage, dass du genau der Typ Romantiker, tiefgründiger, liebevoller und zuverlässiger Kerl sein darfst und dass ihr auch volle Kanne zeigen darfst? Ich sehe das ganz oft in Coachings. Ein Teilnehmer sieht eine Frau auf der Straße, findet sie wunderschön und ich sage ihr, okay, hinterher. Er wartet, er zögert, sie läuft ein wenig weiter, sie ist schon fast um die Ecke und ich sage, auf jetzt, jetzt musst du aber rennen. Er geht gemütlich entlang, ich rufe ihm hinterher, renn ihr hinterher! Nichts tut sich. Irgendwann kommt er wieder zurück und sagt, ich konnte sie nicht mehr finden. Warum zur Hölle bist du ihr nicht hinterhergerannt? Und er sagt mir, ich wollte nicht bedürftig sein. Ist das nicht bedürftig, ihr hinterher zu rennen? Andere Situation, ein Teilnehmer läuft einer Frau jetzt schon hinterher, aber läuft ihr die ganze Zeit mehrere Blocks hinterher und er kommt nie zu ihr ran, weil er es sich nicht traut, mal zu joggen, mal zu rennen, mal zu zeigen, dass ihm wirklich etwas an ihr liegt. Und ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Ich bringe das Männern radikal in meinen Coachings immer wieder bei, dass sie sich trauen, wieder zu verehren. Dass sie sich trauen zu zeigen, dass sie ein Mann sind. Denn wenn du dich traust, auf eine Frau zuzugehen, wirklich hinterher zu rennen, wenn du eine Frau siehst, die du toll findest und du traust dich total verschwitzt anzukommen und ihr zu sagen, sorry, ich konnte gerade nicht anders, ich musste dich einfach kennenlernen. Wer bist du? Hi, ich bin Andi. Dann wird sie das respektieren. Dann wird sie das aus ihrem Alltag herausreißen. Dann werden andere Menschen das auch sehen und wow, so euch angucken, weil du einfach eine Ausnahme bist. Du traust dich etwas. Du traust dich zu zeigen, dass du auf sie stehst und gleichzeitig merkt sie etwas ganz, ganz Wichtiges. Und genau das, was sie sieht, das werde ich dir gleich sagen. Aber wenn du dir diese Gedanken machst, wenn du denkst, dass du bedürftig bist, wenn du einer Frau hinterherrennst, dann machen dich genau diese Gedanken. Gerade die machen dich bedürftig. Nicht, dass du es tust, dass du daran denkst, dass dein Image davon Schaden nehmen könnte. Dass du daran denkst, dass es dir wichtig ist, was andere von dir denken. Das macht dich bedürftig. Du bedarfst einem gewissen Selbstbild und du darfst auf gar keinen Fall, dass deine Umwelt dieses Selbstbild zerstört. Du musst unbedingt an diesem Selbstbild festhalten. Du bedarfst es, du brauchst es. Und das ist Bedürftigkeit in Reinstform. Hier ist eine kleine Wahrheit. Wenn du sie ansprichst, dann weiß sie sowieso, dass du auf sie stehst. Frauen haben einen so feinen Riecher, die wissen auch ganz genau, was deine Agenda ist. Auch wenn du fragst, hey, wo geht's denn hier zum nächsten Café oder wo ist denn die nächste Eisdiele? Die wissen schon, was hier Sache ist. Die wissen schon, wo der Hase läuft. So, wenn du das versteckst, wenn du versuchst zu verheimlichen, dass du auf sie stehst, dann wird das Ganze einfach nur hinausgezögert und es wird noch komischer werden, wenn du ihr dann schließlich zeigst, dass du auf sie stehst. Wie es bei den meisten Männern abläuft, wissen wir ja. Sie sagen es ihr nie und landen in der Friendzone. Du und sie, ihr habt eine verdammt ähnliche Vorstellung davon, was eine schöne Begegnung ausmacht. Werde dir bewusst, dass du dich noch nicht für sie entschieden hast. Auch wenn du sie ansprichst und du sie wunderschön findest, sie kann es im nächsten Augenblick auch gleich verkacken. Und wenn du wirklich du selbst sein möchtest, dann steh dazu. Und darum werde ich dir jetzt genau diese geheime Zutat mitgeben, die sie bemerkt, wenn du schamlos verehrst. Diese geheime Zutat ist, wenn du wählerisch bleibst. Sie darf sich ruhig genauso ins Zeug legen, mehr als du sogar. Damit sie denkt, okay, der Kerl, der ist anders. Wenn ich hier einen Fehler mache, dann wird er ganz schnell weg sein. Ich muss mich für ihn ins Zeug legen. Stell ihr Fragen, die ihre Werte herausfiltern. Auf diesem Kanal habe ich ja schon einige Videos dazu gemacht. Wenn du diese sehen möchtest, dann kannst du jetzt auf das i klicken. Du darfst Frauen schamlos verehren. Du darfst ihnen sagen, dass du ihren Arsch hammergeil findest. Solange du ihr zeigst, dass du ein Mann bist, der weiß, was er will, solange sie merkt, dass du noch nicht ganz überzeugt bist und dass sie dich überzeugen sollte, bist du nicht bedürftig. Okay? Glaub diesen anderen Coaches nicht. Es macht dich nicht bedürftig. Einer der stärksten Sätze, die du dabei denken kannst, ist, ich will dich. Aber ich bin nicht auf dich angewiesen. Genau das ist attraktiv, wenn du Ansprüche hast. Wenn du genau weißt, was für ein Typ Frau du magst. Vom Aussehen her und von ihren Werten her. Wenn du genau weißt, wow, auf diese Frau stehe ich. Wenn du sie willst, aber nicht auf sie angewiesen bist. Dann
bist du attraktiv. Und verdammt nochmal, einer Frau, die meinem Typ entspricht, der renne ich hinterher, bis ich tot umfalle. Ist mir völlig egal. Verstehst du, das ist der Unterschied zwischen manipulativen Techniken, Pickup und radikaler Romantik. Sie weiß, dass du sie begehrst. Aber sie weiß auch, dass sie dich noch nicht in der Tasche hat. Wenn du wissen möchtest, wie du zum Mann wirst, den Frauen wollen, dann bewirb dich auf den Traumfrau-Eroberer-Call. Entweder mit mir oder mit einem meiner Head-Coaches. Den Link findest du hier unten in der Beschreibung.